Hey, hey und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von, ihr könnt es schon lesen, Commandos 2. Ja, genau. Ich hatte eigentlich geplant, Desperados Wanted Dead or Alive anzuspielen oder zu Let's Playen. Ja, leider lässt sich dieses Spiel einfach nicht aufnehmen. Ich habe es alles Mögliche probiert, es würde eventuell mit dem Fenstermodus funktionieren, aber ich kriege das Spiel einfach nicht in Fenstermodus. Ja, deswegen bin ich jetzt kurzerhand umgestiegen auf Commandos 2 und würde sagen, damit fangen wir auch direkt an. Ja, ein Einzelspieler. Wir erstellen uns ein neues Profil. Da nennen wir uns doch einfach mal Molotov. Akzeptieren. Und so. Es ist lange her, wo ich das gespielt habe. Ich würde sagen, wir spielen das auch alles auf normal, weil ich komme da sonst, glaube ich, nicht klar mit. Ja, fangen wir an mit Trainingslager 1. Und los. Wir müssen diesen Grenzpass, Jungs, da durchkommen. Wenn wir den befehlshabenden Offizier ausschalten, wird der Rest keinen Widerstand mehr leisten. Erst müssen wir diese beiden da lautlos ausschalten. Ich kann zu den Kabeln raufklettern und auf die andere Seite hangeln. In der Kiste, da dürfte sich etwas Interessantes finden lassen. Sobald du die Zange hast, bring sie her, dann schneide ich mich durch den Zaun und deaktiviere die Minen. Und da sind wir auch schon im Spiel. Ja, das ist die allererste Trainingsmission. Die habe ich schon mal angespielt, um das alles mal ein bisschen zu testen. Unser Ziel ist es, ja, alle Feinde umzubringen. Und dann fangen wir damit doch direkt mal an. Jetzt muss ich kurz gucken. Ging schnell, oder? Jagen wir hoch. Genau. Okay, schlagen war cool. Ja, Sir. Probieren wir das doch direkt mal. Fesseln. Und schnell weg damit. Denn sonst kommt hier gleich der nächste. Okay, jetzt muss ich mir erstmal die ganzen Tastenkombos angucken. Ah ja, okay. Oder was heißt die Tastenkombos? Ja, die Tasten, die Schnelltasten quasi. Hier haben wir einen Sichtkegel. Da können wir quasi schauen, wo die einzelnen Personen rumgucken. Hier wäre noch einer, der dürfte kein Problem sein. Der patrouilliert halt hier rum. Der schüttelt sich gemütlich ein ab und raucht. Ja. Der guckt ins Blaue. Okay, dann gucken wir als allererstes mal, was der hier mit hat. Und das ist schon mal sehr praktisch. Der hat nämlich Zigaretten. Tastenkürzel T. Wie kriege ich das wieder weg? Mit Escape. Naja, Zigaretten ist schon mal... Dort, die Waffe packen wir. Ah ja, brauche ich nicht. Tastenkürzel F. Deutsche Uniform. Tastenkürzel U, um die Uniform anzuziehen. Okay, kann Ging ich die schnell, jetzt schon oder? Anziehen? Ja, Sir. Nein. Beziehungsweise... Das ist es. Nee, kann ich nicht anziehen. Gut, aber was Ging wir machen schnell, können, oder? Das ist nämlich jetzt schon mal ganz praktisch. Dieser Typ, na, wenn ich ihn treffe, da kommt nämlich jetzt gleich hierher, gelaufen. Und dann können wir die Zigarettenschachtel nehmen und einfach mal hierher werfen. Ging schnell, oder? Und das wird er nämlich auch gleich sehen. So, wir wechseln schon mal auf den Schlag. Na, wann kommt er? Jetzt kommt er. Jetzt hat er nämlich die Zigarettenschachtel gesehen und ja. Jagen wir hoch. Gibt's einmal erstmal von hinten eine drauf. Wie sich das gehört. So. Nicht vergessen zu fesseln, weil sonst stehen die nämlich wieder auf. Das wollen wir natürlich auch nicht. Dann können wir den gleich wieder schnappen. Legen den hier ab. Gucken mal, was der noch mit dabei hat. Der hat noch ein bisschen Munition. Ging schnell, oder? Schießen möchte ich ja eigentlich gar nicht. Sir. So, die Zigaretten natürlich noch eingepackt. Auftrag erledigt. Und dann könnten wir noch theoretisch. Hier sieht ja keiner was. Nee. Sieht der noch was? Nee. Gut. Dafür dann können wir den noch holen. Roms. So, wieder fesseln. Nehmen. Und dass es auch ja keiner sieht. Zurück in den Unterschlupf hier, in das versteckte. Ja. Hinter Gebüsch versteckten Platz. Gucken wir mal, ob der noch was... Nee, das war er nicht. Ging schnell, oder? Ja, wo habe ich den... Achso, der hat nur Kleidung. Ja, die brauchen wir nicht. Ging schnell, oder? So. Wir haben... Schnell, dann können wir eigentlich den noch holen. Okay. Gucken, ob wir den jetzt einfach ausschalten können. Jagen wir hoch. Der dürfte uns nämlich nicht sehen oder hören. Okay. Rutscht er auf? Nee. Gut. Ja, Sir. Bam. Fesseln. Ja, Sir. Gucken. Dort nochmal Kippenschachteln. Eine kleine MP.
Brauchen wir nicht, nehmen wir trotzdem mit. Ist der jetzt schon gefesselt? Ja, das ist gefesselt. Super. Ja, und jetzt wird's nämlich, jetzt kommt nämlich der schwierige Akt, denn hier sind Minen überall. Das heißt, den lassen wir erstmal hier stehen. Ging schnell, oder? Wir wählen jetzt unseren Scout. Oder wie auch immer, was ist der eigentlich? Kinderleicht. Dieb? Ich glaube, ein Dieb ist es sogar. So, und dann können wir nämlich hier drüber. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Der hat den hier hinten oder hier drüben auf der rechten Seite eine Ausdaueranzeige. Und wenn die aufgebraucht ist, ja, dann fällt er einfach runter. Das wäre jetzt nicht so prickelnd. So, jetzt holen wir uns den mal ganz gediegen da drüben weg. Und jetzt muss ich gucken, wie komme ich hier nämlich runter wieder. Ah ja, so. Mal kurz gucken. Nee, das sieht uns nicht. War nicht schwer. Bin auf dem Weg. Können wir jetzt, genau. Können wir jetzt die Kiste hier aufbrechen? Und was haben wir Schönes? Granaten. Wunderbar. Und noch einen Bolzenschneider. Den werden wir dann auch noch brauchen, damit unser Pionier hier durch kann. Zuvor holen wir uns aber noch. Ja, jetzt ist die Frage: Kann ich mit dem hier. Bin auf dem Weg. Okay, das geht schon mal. Ah ja, genau. Ich habe das Problem. Bin auf dem Weg. Ich kann den nicht fesseln. Ja. Das ist schlecht. Ja. Aber warum kann er den nicht fesseln? Das wundert mich. Ja. Das habe ich jetzt natürlich auch klassisch vergessen. Ja. Da wollte ich eigentlich dran denken. Jetzt kann ich den nur so lange. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwann stirbt, wenn ich den hier die ganze Zeit schlage. Ja. Ja, ich glaube, jetzt ist er hinüber. Ja. Auch gut. Packen wir uns mal sicherheitshalber. Ah, nee. Der kann gar nichts, der Scout. Okay. Ja, dann gehen wir wieder rüber. Weil ich glaube, hier irgendwo liegen Minen. Ja, wie gesagt, ich habe das schon mal angetestet und bin dann hoffnungslos gestorben hierbei. So, dann geht's hier wieder nach unten. Nein, da sollst du runter. Genau. Okay. Gute Idee. Dann können wir eigentlich hinrennen. Hier passiert nichts. Ah, jetzt ist er wieder aufgestanden. Scheiße. Jetzt müssen wir uns ein bisschen verstecken. Der wird jetzt ein bisschen gucken. Ja. Aber sollte nichts passieren. Sehr gut. Dafür bin ich wie geschaffen. Gut, dann gib unserem Pionier mal den Bolzenschneider. Ich werfe nie das Handtuch. Und jetzt können wir ganz geschmeidig mit I müsste das sein? Ja. Ja, mit I können wir jetzt hier den Stacheldraht durchschneiden. Und das hat geklappt. Dann nehmen wir noch unser Minensuchgerät und hier können wir die auch schön schärfen. Super. Ging schnell, oder? Können wir die sogar mitnehmen? Ja, ja, cool. Das ist ein Kürzel. Oh. Das ist natürlich äußerst genial. Jetzt hoffe ich mal, dass hier nichts oder nicht noch mehr sind. Da ist noch eine, aber die interessiert uns jetzt mal nicht. Okay, dann könnte man theoretisch, der sieht uns hier nicht. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier hinten rumkommen. Okay. Dann schaltet man nämlich den noch aus. Bin ich ausgebildet. Das hat super geklappt. Den können wir dann hier nämlich auch wieder fesseln. Ja gut. Munition brauchen wir nicht. Okay, der Dieb oder, der Dieb oder Scout, je nachdem wie ich ihn jetzt nenne, kann keine Sachen aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur im Tutorial so ist. Wir werden sehen. Okay, dann bleibt eigentlich für die Mission auch nur noch eine Sache. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich. Okay, hier können wir hingehen. Jagen wir hoch. Dann gehen wir mal hierher. Ja, Sir. Und ging schnell, oder? Jetzt müssen wir noch die Granate. Ach, jetzt hat der jetzt die Granate noch? Wie ging das? Dafür bin ich wie geschaffen. Ja, der hat die Granate noch. Gut, dann muss der jetzt mal kurz gute Idee mit dahin laufen. Ich höre. Jagen wir hoch. Dann müssen wir uns jetzt mal kurz gute Idee. Ein Kniff austauschen. So, komm her.
Granaten nimmst du, weil ich glaube, der kann die eh nicht werfen. Obwohl, es wäre vielleicht noch gut rauszufinden. Okay, ah. Dafür bin gucken wir mal, ob der das auch kann. Auftrag erledigt. Na komm. Nein. Na, der kann gar nichts. So ein Loser. Bin auf dem Weg. So, einmal die Granaten in die Hand mit A. Und dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Hier, die Granate hin. Und fertig. Prima. Das war die erste Trainingsmission. Okay, zugegebenermaßen nicht wirklich schwer. Einsatz abgeschlossen. Jetzt kommt direkt Trainingsmission 2. Okay, Jungs, diese armen Kerle sind von ihrer Einheit abgeschnitten worden. Mal sehen, ob wir ein wenig helfen können. In dem kleinen Haus befindet sich ein Funkgerät. Sobald die Lage unter Kontrolle ist, informieren wir über Funk das Hauptquartier. Ich würde gern wissen, was in diesen Kisten steckt. Okay. So, jetzt bin ich selber auf Neuland angekommen. Also bis hierhin habe ich dann auch nicht mehr gespielt. Also ich habe es damals vor langer, langer Zeit natürlich schon gespielt, aber jetzt habe ich keinen Schimmer mehr, was man überhaupt machen kann. Ich konnte doch auch noch irgendwie, da muss ich mal kurz gucken. Ah, komm, ins Menü. Die Loop. Optionen. Spieloptionen. Nee, das war's nicht. Haben hier irgendwo Tasten? Nee. Okay. Wir speichern erstmal. Kann ich hier nur. Achso. Muss ich das eingeben? Ja, glaub. Dann machen wir das mal. Let's Play. Eins. Okay. Eins. Speichern. Ah, jetzt hat es geklappt. Super. Spiel fortsetzen. Wo sind hier Spiel fortsetzen? Einfach. Okay, einfach Escape. Geht auch. Gut, was haben wir hier alles? Wir haben hier einen. Da haben wir einen. Der kriecht sich immer hier hin und her. Okay, da passiert eigentlich nichts. Oh, der ist. Das ist eine fiese Nummer. Okay, da dreht sie jetzt weg. Dann könnten wir uns eigentlich erstmal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay, wir haben den neuen. Dann steh mal auf. Was kannst du alles? Sehr gut. Du hast ein Messer noch. Was ist das hier? Ist das ein Sprengsatz? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir nehmen mal das Messer. Okay, da ist er schon. Versuchen wir den jetzt mal direkt weg zu messern. Ja, und der ist auch. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Jetzt muss ich uns beeilen. Das war knapp. Direkt hingelunzt. Okay, wir nehmen uns mal noch eine Knarre mit. Was ist denn das hier eigentlich? Ablenksender. Okay. Das ist natürlich was Feines. Die Frage ist jetzt natürlich. Bleib mal erstmal stehen. Also mal gucken, wie weit der guckt. Okay, bis dahin können wir gehen. Nein, bis dahin können wir nicht gehen. Da sieht uns keiner. Ich müsste eigentlich erstmal den hier umbringen. Okay, los. Probieren wir es aus. Oh. Okay, scheiße. Okay. So war es nicht gedacht. Aber es hat funktioniert. Oh. Nee. Okay, jetzt passiert hier irgendwas. Was war jetzt? Mission gescheitert. Warum? Weil sie uns gesehen haben. Ja, super, ne? Ein Satz mit X, das war wohl nix. Okay, Jungs, diese armen Kerle sind von ihrer Einheit abgeschnitten worden. Mal sehen, ja, ob wir ein wenig helfen können. Hören uns nochmal die Beschreibung an.
Sobald die Lage unter Kontrolle ist, informieren wir über Funk das Hauptquartier. Ich würde gern wissen, was in diesen Kisten steckt. Okay, da sind wir wieder. Ja, ich speichere nochmal ab. Und dann sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Haben wir ja immerhin ein Level geschafft. Spiel speichern. Ah, hier gibt es auch Schnellspeicher. Da muss ich dann nochmal gucken. Bestätigen, okay. Einmal gespeichert, super. Ja, und dann, Leute, würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter mit Tutorial Nummer 2. Bis dahin bleibt mir wie immer nur eins zu sagen. Immer schön, hast du zu schauen. Ciao, ciao, euer Molotow.